Ja, genau, kämpf. Ja, danke. Sehr schön. Ich bin stark. Erstmal schnell das Portal hier erledigt. Uiuiui. Wir machen auf jeden Fall kaum noch Schaden. Ich werde mich revanchieren. Meine Stärke So. wächst an. Ich muss hier einfach mal ein. So, das haben wir. Boah, das ist gerade ein bisschen viel durcheinander. Ich kann mich auch kaum konzentrieren auf eine Sache, ehrlich gesagt. Einfach weil es so viel auf einmal ist. Ja. Es ist einfach gerade heftig. So, hier unten geht nämlich auch noch was ab mit den Schamanen. So. So, dann wollen wir mal uns um das Portal hier kümmern. Ich hau da mal einfach in Ruhe drauf. So. Ich kann's mit der ganzen Komm, Welt schnell das aufnehmen. Portal. Ah, das schaffen wir, oder? Das mit dem Portal, das schaffen wir. Ja, sehr schön. Boah, Hammer, was hier gerade los ist. So, ich werde mich wieder um das Portal kümmern. Wir haben das Portal wieder verfehlt. Warum auch immer verfehlen wir gerade die ganze Zeit das Portal. So. Hammer, wieso verfehlen wir das? So, dann hauen wir da jetzt mal mit unseren anderen Attacken drauf. So, die. Ja, okay. Besägt die. Tötet die Grollschamanen, beziehungsweise die Sub. Boah. 13 Aufgaben auf einmal. So, die Söhne beschwören etwas im Schlund. Okay, endet also gleich. So, dann wollen wir doch mal sehen, dass wir die Schamanen hier besiegt bekommen. Junge, wir haben also nicht mehr lange Zeit. So, Wo das kommt haben wir ihr denn auch. plötzlich her? Guck mal, wenn Rauhut, tötet der Schaman überhaupt werde ich mich irgendwie. eben beeilen. Was? Der Swan hier, um das Eiselementar seiner Kontrolle zu erreißen. Entreißen. Okay. Drauf da. Aufs Maul, Junge. Einfach aufs Maul. So. Dann hoffe ich mal, dass mein Junge Schneller. schnell mal eben hier weg. Ich werde hier mal eben ganz kurz mein Defensivding in meinem Banner aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt rein darf. Ui. Der macht ja Damage. Wir werden aber geheilt. Nebenbei. So. Ja, das ist ja ganz schön, dass wir so viele sind. Die Grollschamanen-Zufallsquests können wir anscheinend auch mitnehmen. Ja, das ist ja auf jeden Fall cool. So ein folgendes Event, sag ich mal. Ui. Wir werden ganz schön weggeschleudert. Gerade. Warum auch immer. So, wir heilen uns mal eben selber. Hat ja sonst doch nichts. So. Ich werde den Sir Condor mal wieder. Nein, jetzt bin ich auch noch tot. Ich helfe auf jeden Fall mit. So, der darf jetzt nur kein. Ja, komm, 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 komm. Den Scha. Yes. Okay, das Event war auch erfolgreich. Boah. Und Jormags Einfluss auf die Grolle wurde zerschlagen. Das muss festgehalten werden nach einem guten Bier. Immer dieser Alkohol. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das haben wir geschafft, oder? Das war's, ne? Ui, da hätten wir nicht reingehen dürfen. So, dann würde ich sagen, widmen wir uns den Grollschamanen, wo schon 2 von 4 besiegt wurden. So. Ja, das war doch auf jeden Fall lukrativ, würde ich mal so behaupten. Ja, doch, war schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Mein Geist lebt. So. Dass wir da schön gemeinsam gearbeitet haben und somit diese Quest beendet haben. Nicht schlecht, auf jeden Fall, nicht schlecht. Ja, muss man schon echt sagen, mit diesem Zufallsevent, das ist Events, das ist bei Guild Wars auf jeden Fall legendär, finde ich persönlich. Also Hammer, damit das geht einfach in eine ganz andere Richtung als viele MMOs so gesehen, weil es einfach jetzt müssen wir uns beeilen. So, ja, weil es einfach
viel abwechslungsreicher ist als alle MMOs, gerade durch diese Zufallsevents. Ja. Und das ist halt einfach so. So gibt's das bisher noch nicht. Ja, und deshalb finde ich dieses Spiel ehrlich gesagt sowas von gut. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zu diesem Spiel. So, dann werden wir die Brawl-Jäger mal hier auch beseitigen. Ich weiß gar nicht, was diese Markierungen hier sollen. Kriegen wir irgendwas, wenn wir die alle einsammeln? So. Ich werde mich denen da auch mal einmal widmen. Und die letzte Markierung sofort holen. So, unser Inventar ist dauervoll. Ich würde sagen, wir gehen sofort einmal wieder verkaufen. Damit da auch mal wieder was reingeht. So, wir holen uns aber erst den Punkt da vorne. Wir wollten die Gebiete ja immer komplett beenden. Ja. Und ich würde sagen, das tun wir dann auch so. So, jetzt wollte ich da hinten aber noch die Fertigkeit holen. Ein Aussichtspunkt noch, dann haben wir alle Aussichtspunkte im Wandererhügel. Also langsam war es das auch mit diesem Gebiet. Man merkt das schon, das geht langsam auf das Ende zu. Ich teleportiere mich aber einmal nach hier, um Sachen zu verkaufen. So. Und gleich geht es dann auch schon so langsam in die Aufnahmepause. Wir haben ja viel Action hier schon erlebt. So, ich glaube, kann man bei dem auch verkaufen. Erfrischend. Ich möchte ein paar Dinge verkaufen, sehr schön. Schrott verkaufen. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hallo? Achso. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht. Rohlederstiefel. Ja, die können wir gebrauchen. Gebrauchen, gebrauchen, gebrauchen. Verkaufen meinte ich. Was laber ich denn? So, wir verkaufen das jetzt einfach alles. Genug gesagt. So, jetzt haben wir das Inventar wieder frei. Held. Ha, jetzt können wir Punkte vergeben, oder wie? Stadtkleidung. Ach so, okay. Zur Rüstung wechseln. Attribute. Erhöht den Angriff. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Moment. So, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das hier jetzt soll mit dem Fertigkeiten. Eigenschaften. In dieser Eigenschaft vor nicht Experte Eigenschaften trainiert wurden. Kann man hier auch... Achso, hier sind dann unsere freigeschalteten Fähigkeiten mit den einzelnen Waffen. Unverbrauchter Eigenschaftspunkt. Stärke. Kriegertrainer. Ach so, okay. Wo haben wir denn einen Kriegertrainer? War nicht hier irgendwo einer? Kriegertrainer. Ich schau mal eben ganz kurz, ob ich einen finde. Auf die Schnelle. War nicht hier irgendwo einer drin? Kann ich da reingucken, ohne dass ich da bin? Nee, kann ich nicht. Ja. Okay, wir müssen eh da hinten hin. Wir sind ja so weit. So, würde ich sagen, gehen wir doch zu der Hütte des Wolfs. Das ist ja ganz schön, wir können uns direkt in Hohlbrack rein teleportieren. Ja, finde ich ganz gut. 4 von 5 Punkten haben wir hier auch. Wir sind in Hohlbrack eigentlich bis auf die Sehenswürdigkeiten fast durch. Das machen wir, denke ich, auch nochmal einmal in einer Folge, dass wir da einmal komplett durchgehen und da einmal alles schön erkunden. So, jetzt könnte der Ladebalken auch mal fast vorbei sein, finde ich. Beziehungsweise der Ladebalken, der Ladebildschirm. Mit dieser wunderbaren Zeichnung. So. Hier, das rechts erinnert mich so ein bisschen an Battlefield 3. Ja, so. Jetzt wollen wir mal schauen. Haben wir hier einen Kriegertrainer? Wenn ja, wo? Waffenschmied?
Hier muss irgendwo ein Kriegertrainer sein. Da, da, in der Halle der Legenden. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal zum Kriegertrainer, weil ab Level 10 hatte der ja was für uns. Und sprechen Katharina Stark an. Ich zeig mir eure Geistern, Handbücher. Doch sie antworten selten. Achso. Kaufen. So, dann würde ich sagen, lesen wir uns das mal direkt durch. Verwenden. So, jetzt können wir mit H, denke ich mal, eine Fertigkeit auswählen. Eine Fertigkeit, genau. Erhöht Kraft um 10. Erhöht Präzision um 10. So. Nehmen Gegner Schaden. Was? Gesperrte Haupteigenschaftsplatz, Stärke. Tod von oben, wenn ihr Stutzschaden erleiden, Gegner Schaden und werden hochgeschleudert. Bei Stützen der 50 wieder Fertigkeiten der Verkrüppelung, Gefrieren, Bewegung. 5% eurer Kraft. Jedes Mal, wenn geblockt werdet. Steigert euren Schaden abhängig davon, wie viel Adrenalin ihr. Okay. Ach, kriegen wir jetzt immer Eigenschaftspunkte, dann können wir die hier investieren. Ach so, okay. Das ist natürlich, ja, okay. Ich verstehe, das ist dann quasi jetzt, wenn du in einem anderen Spiel in Stärke oder Geschicklichkeit investierst. Ja gut, das macht Sinn auf jeden Fall. So, ich will mal gucken, was wir hier noch so für Quests haben. Da ist, helft den Bergarbeitern bei Suche nach Erz, indem ihr Schaufler bekämpft. So, wir wollten hier aber noch den Fertigkeitenpunkt holen. Das machen wir jetzt noch. Im Wandererhügel, den wir fast durch haben. So. Ja, der Wandererhügel ist ja auch nur von 1 bis 60? 15, wenn ich das richtig habe. Ich habe gerade auf den rechten Bildschirm auf Fraps geguckt und da stand was von 60. Deswegen habe ich das aus irgendeinem Grund wohl gesagt. So. Ja, wir verdienen jetzt erstmal hier rechts den Fertigkeitenpunkt und dann werden wir schauen, wohin uns unsere Reise noch so führen wird. Mann, das geht mir so auf den Zeiger, dass ich das verkackt habe mit der einen Quest. Dass ich da tatsächlich auf alles löschen gedrückt habe. Der Hammer. Wie mir dieser grobe Fehler unterlaufen konnte. Ich verstehe es nicht. So. Ja, wir machen auf jeden Fall... Wir machen auf jeden Fall mehr Schaden schon. Das merkt man schon. Ja, ja. Zum Glück kann ich die auch einigermaßen einzeln ziehen. Wenn ich das nicht könnte, ja, hätte ich, glaube ich, schon ein Problem. So. Dann werden wir hier mal einfach reinspringen und hoffen, dass er nicht den... Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Uiuiui, das war ganz schön knapp. Wieso macht denn der so viel Schaden? Der komische Typ. So. Jetzt lassen wir unsere Energie mal auffrischen. Wir stellen hier mal einen Banner auf. Da kriegen wir mehr Vitalität, also mehr Leben. Ganze 200 Punkte mehr. So, die machen ganz schön viel Schaden, finde ich. Die Söhne Svanis, aber wir haben den inzwischen wenigstens schon etwas entgegenzusetzen. Uiuiui. Wow. Shit. Das ist halt auch noch ein Fernkämpfer. Kacke. So, den Wolf haben wir sofort down. Mal gucken, ob wir den Sohn Svanis auch noch platt kriegen. Ich werde mich auf jeden Fall einmal heilen. So. Ja, ist auf jeden Fall nicht so einfach, hier zu kämpfen. So, diesmal bin ich aber so schlau und krall mir den. Oder? Ja, doch. Ich bin diesmal so schlau. Uiuiui. Ob das so gut war? Weil jetzt haben wir den zweiten wieder auch noch gezogen. Solange wir die Elementare da mal nicht ziehen, ist eigentlich alles gut. So. Ah, mein Bein. Nein! Nein, 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 nein. Ach, das ist... Oh, das ist ein... Wir sollten
schleunigst schauen, dass wir hier wegkommen. Ja, wir sind ja eh nur für eine kurze Zeit am Leben. Ja, wir sind quasi tot. Scheiße, Mann. Auf ein neues. So. Ja, das ist jetzt in der Tat ein bisschen ungünstig gewesen. Ich will diesen Fertigkeitenpunkt aber auf jeden Fall noch verdienen vor der Aufnahmepause. So, dann wollen wir mal sehen. Ja, wir sind jetzt aus dieser Anfangsphase, denke ich mal, jetzt raus. Also, wir werden jetzt langsam zum, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Spiel geleitet. Das ist ja immer so, man hat immer so eine kurze Noob-Phase, sag ich mal, wo man noch so als, so mit Samthandschuhen angepackt wird und total vorsichtig behandelt wird. Und dann geht es ja langsam ins richtige Spiel rein und dann wird es ja auch immer tief gehen, ne? Ich bin mal gespannt, wo wir so in ein paar Leveln landen. Das würde mich mal echt interessieren. So, den Sohn Svanis erledigen wir schnell und ich hoffe mal, wir werden jetzt hier keinen Spawn von einem weiteren Sohn Svanis erleben, weil das wäre jetzt ungünstig. So, den lassen wir da jetzt auf jeden Fall in der Ecke stehen. Jetzt widmen wir uns direkt dem Eiselementar, der jetzt da hoffentlich nicht hingeht, dass wir so endlich mal den Fertigkeitenpunkt da verdienen können. So, dann gehen wir hier mal schön hin, dann kann der, wenn hier jetzt einer spawnt, der da die ganze Zeit schon stand, uns vielleicht nicht treffen, sehen, was auch immer. So. Den Tode nach. Na komm. Ja, den haben wir. Ich hoffe mal, wir halten. Oh, das kam, glaube ich, genau richtig. Klar, so kalt wie winzige Dolche, die einem die Haut durchbohren. Hier liegt eine große, schreckliche Macht auf der Labor. Klar halte ich das aus. Kalt. Ja. Shit. Shit, das ist ja echt bitter. Ja, gut, das mit dem Fähigkeitenpunkt ist so eine Sache. Da sollten wir uns ein andermal drum kümmern, würde ich sagen. So. Ja. Helft bei der Jagd nach einem riesigen Eiswurm. Okay. Dann gehen wir da doch mal so schnell wie möglich hin. Ich weiß gar nicht, ob das eine schnellere Fortbewegungsmethode ist. So, da gehen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Ah, da ist der Eiswurm. Uiuiui. Ich will da auf jeden Fall noch bei sein. So sind wir etwas schneller. So, weil wir müssen die ganzen Zufallsquests ja mitnehmen. Ich will ja nicht die Orte abwarten und dann die... oder die Zeiten abwarten, um dann die ganzen Zufallsquests mitzunehmen. Also ich nehme die mit immer. Und mische mich hier auch schön immer mit ein. So, dann machen wir mal schön hier... Schnetzeln wir den mal. Ja, der ist ja fast down. So. Der Veteran-Eiswurm. So, den haben wir. Ja, sehr schön. Dann gucken wir mal direkt, was hier mit dem Fertigkeitenpunkt ist. Hallo? Hier ist ein Fertigkeitenpunkt. Laut Karte. So, ich spreche jetzt noch den Typen an und dann würde ich sagen, geht's in die Aufnahmepause. Es sei denn natürlich, das Kupfererz hier. ich werde wieder tausendmal abgelenkt. So. Unsere Aufgabe als Löwengarde ist es, die Handelsrouten von und nach Löwenstein freizuhalten. Das ist manchmal etwas schwierig, wenn eine unserer Festungen dauernd von den Söhnen Svaniers angegriffen wird. Wir waren so damit beschäftigt, gegen Jormaks Anhänger vorzugehen, dass wir kaum gemerkt haben, dass die Char in diesem Gebiet aktiv wurden. So. Ja, dann gehen wir noch da hinten hin. Das ist ja hier Geschenk der Erfahrung quasi. Um die Quests kümmern wir uns natürlich später. Ja, jetzt ist hier natürlich wieder so ein Event, ne? Wollt ihr euch auch
Ein Wort der Warnung, Kinder. Winkt voll dem zu. Zur Wurmhöhle, um Eier zu holen. Wisst ihr, was das heißt? Ihre Gerichte aus Wurmeiern schmecken. Oh! Was macht der denn? Dann mach ich doch jetzt nochmal. Sie können sich die Eier selber holen. Ich hab was Besseres. Ui. Apropos, wo ist mein Bier? Was, was hat diese Aufgabe jetzt zu bezwecken? Bringt das was? Ah, Mist. Ich weiß gar nicht, ob das, holt gefrorene Fässer aus der Eishöhle und bringt sie zu Folden. Shit. Okay, man muss erstmal, glaube ich, herausfinden, wo die so landen können. Mist. Naja. Ich würde sagen, wir stellen uns hier hin und, ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.